Guten Morgen, liebe Nature Fund, Freunde und Befürworter. Mein Name ist Henrik Bringschulte. Ich bin seit knapp 2 Jahren Wiesent Ranger. Heute möchten wir verteilt über den ganzen Tag mehrere Videos für euch drehen, um euch das Wiesent-Leben hier in der Wiesent-Wildnis näher zu bringen. Auf der einen Seite sieht man die Fanganlage. Ich bin jetzt drin im Gehege. Die Tiere laufen mir schon hinterher. Die wissen, dass ich was Leckeres dabei habe. Zurzeit leben hier im Gehege 11 Tiere. Auf einer Fläche von 20 Hektar. Das, was man noch im Hintergrund sieht, ist das Elektrohütchen. Von da aus kommt der ganze Strom für den Elektrozaun. Von hier auch nochmal die Herde zu sehen. Momentan sind es 11 Tiere. Ganz rechts ist die Kuh Fee und daneben kommt der Bulle Zack. Zack ist jetzt knapp ein halbes Jahr bei uns, etwas über ein halbes Jahr. Er ist jetzt 5 Jahre alt und ist ein super passender Bulle für die Herde. Zack zeigt sofort, wer hier der Chef ist von den Bullen. Die Leitkuh der Herde ist die Fee, ganz rechts. Das ist hier die Chefin und die zeigt auch, wo der Weg hergeht. Also es ist nicht so, dass das größte Tier den Weg zeigt, in dem Falle der Zack. Das macht nämlich bei den Wiesenten immer die Kuh und das ist in diesem Falle die Kuh Fee. Ja, hier sieht man nochmal die Fanganlage, die wir mit Nature Fund zusammengebaut haben. Viele haben sich bis jetzt bestimmt schon gefragt, was wir überhaupt hiermit machen oder wie das abläuft. Vom Aufbau her ist das eigentlich ganz simpel. Ich gehe mal oben auf die Leiter drauf und da sieht man es etwas besser. Und zwar der Ablauf ist, die Tiere werden in den pinken Schalen, in den Futterschalen werden die gefüttert. Da kommt eine Leckerei rein, Kraftfutter oder Rübenschnitzel. Und dadurch gehen die Tiere, die komplette Herde, in den Bereich rein. Im Anschluss wird das große Tor verschlossen, sodass die Tiere nicht mehr raus können. Vorne sieht man es. Gehe ich auch gleich noch mal hin, ist ein Tor mit einem Ausgang, wo sie dann in den Treibgang reingehen können. Wenn das Tor hinter den Tieren zugemacht wird, das große silberne Tor, verschließt dann den Ausgang. Der Bereich wird immer enger und die Tiere werden vorne durch das Tor wieder rausgelassen in den Treibgang. Und dadurch können wir die Tiere einzeln selektieren. Wir haben hier noch in dem Gang noch mehrere Fangboxen. Sieht man hier durch die USB-Platten, Siebdruckplatten. Und dadurch können wir den Tieren eine zweite Narkose ersparen, wenn wir Tiere verladen. Und wie gesagt, dadurch, dass die Tiere das jeden Tag einmal den Durchgang miterleben, ist das kein Stress für die. Die Tiere wissen, da gibt es was Leckeres drin und da komme ich auch heile wieder raus. Und
dadurch ist das eine sehr gute Alternative. Hier vorne sieht man die Kuhquelle und das Kalb Quercus. Quercus ist im September letzten Jahres geboren und wurde von Nature Fund als Quercus getauft.